Herzlich willkommen zu unserem Erklärvideo zum Thema vom Atom zum Molekül. Aber was sind eigentlich Atome? Atome sind die kleinsten Teile, aus denen alles besteht. Sie sind mit chemischen Mitteln nicht weiter zerlegbar, mit physikalischen Mitteln jedoch schon. Der Kern ist 10 bis 100.000 Mal kleiner als die Hülle und obwohl er so klein ist, befinden sich über 99,9% der Masse des ganzen Atoms in ihm. Und woraus besteht der Kern? Im Kern befinden sich die Kernteilchen, die Nukleon heißen. Es gibt zwei Arten von Kernteilchen, die Neutronen und die Protonen. Und woraus besteht die Atomhülle? Die Teilchen in der Hülle heißen Elektronen und bewegen sich ununterbrochen um den Kern. Aber warum halten Atome zusammen? Zwischen Elektron und Proton herrscht eine elektrostatische Kraft, durch die das Atom zusammengehalten wird. Okay, sehr interessant. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Elektronen negativ geladen sind und die Protonen positiv. Negativ und positiv zieht sich an und Gleiches stößt sich ab. Aber müssten sich die Protonen dann nicht abstoßen? Nein, denn damit der Kern zusammenhält, gibt es die Neutronen. Die Neutronen sind neutral, also nicht geladen, und durch die hält der Kern zusammen. Und was sind Moleküle? Ein Molekül entsteht, wenn mindestens zwei Atome eine chemische Bindung eingehen. Und gibt es ein einfaches Beispiel? Ja, zum Beispiel ein Wassermolekül entsteht, wenn ein Sauerstoffatom und zwei Wasserstoffatome über ihre Elektronen eine Bindung eingehen. Was können eigentlich Elektronen? Elektronen können mehrere verschiedene Atome binden und zu einem Molekül machen. Moleküle sind ja quasi Elemente. Besteht ein Molekül auch immer nur aus einem Element? Nein, ein Molekül kann auch aus mehreren Elementen bestehen. Vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Vom Atom zum Molekül.